Natur- und LandschaftsführerInnen, verstehen sich als BotschafterInnen ihrer Region und vermitteln einzigartige Naturerlebnisse. Grundlage des Lehrgangs ist ein bundesweit einheitlicher Lehrplan. Die konkrete Ausgestaltung liegt jedoch bei den Regionen mit ihren Besonderheiten. Im Naturpark Wildeshauser Geest gibt es schon lange Gästeführerausbildungen für einzelne Gemeinden, jedoch keinen Lehrgang für den gesamten Naturpark und mit dem Schwerpunkt auf naturkundlichen Themen. Der Naturpark Wildeshauser Geest ist landschaftlich sehr abwechslungsreich. Es gibt alte Wälder, Heideflächen, Moore, naturnahe Fluss- und Bachtäler und eine reiche Kulturgeschichte. Genug Input für eine Fülle spannender Führungsangebote. 100 Stunden umfasst der Lehrgang. Dabei lernen die TeilnehmerInnen als erstes die Besonderheiten des Naturparks kennen. Der Austausch mit Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen sorgt dafür, dass gleich Kontakte mit wichtigen Ansprechpersonen geknüpft werden. Aber wie wird daraus eine spannende Führung durch Natur und Landschaft? Dieser Frage widmet sich der zweite Schwerpunkt des Lehrgangs. Mit einer erfahrenen Kommunikationstrainerin wird gemeinsam erarbeitet, worauf es ankommt. Zum Abschluss stellen die Lehrgangsteilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Wissen und Können in einer Prüfung unter Beweis. Nun kann es losgehen mit der ersten Saison. Orte erkunden, Führungen planen und natürlich Menschen durch den Naturpark führen. Die Geschäftsstelle unterstützt sie dabei, denn auch sie möchte die Perlen der Region bekannter machen. Wie die neuen Angebote angenommen werden, muss sich zeigen. Aber die Erfahrungen in anderen Regionen sind ausgesprochen positiv. Und eins ist klar, der Naturpark hat mit dem Projekt schon jetzt gewonnen, nämlich 14 motivierte BotschafterInnen für die Wildeshauser Geest.